Noch nie erwischt worden. Freddy, du Snitch, du kleiner 31er, Alter. Du hast uns alle verraten. Wir wurden alle von unseren Eltern abgeholt von dieser Klassenfahrt. Ich finde 4 Euro für einen Kaffee richtig teuer und ich muss irgendwie das ausgleichen. Hast du schon geklaut? Ja, und ich bin nicht stolz darüber. Zieh. Ich glaube, meine Reaktion sagt etwas. Ja. Vielleicht ein Coolie von einem Kumpel oder so, aber... Ja, das tut mir leid. Ey, ich wurde dafür verurteilt, musste scheiß Strafe zahlen, also. Oh, nee. Nein. Ich habe vielleicht mal als Kind aus Versehen einen Kaugummi oder so eingesteckt, ohne es zu merken. Ja, ich habe schon geklaut. Ja. Nein. Ja. Mm-mm. Ja. Ja. Also es gibt Menschen, die würden sagen, das ist kein Clown, aber das ist Clown. ja. Ich habe, glaube ich, mit einem geklauten Kuli von meinem Kumpel mein Abitur geschrieben. Was? Ich habe bestanden, ja. Ich glaube an Gott. Mache ich mich jetzt auch strafbar, wenn ich das auf Videokamera zugebe? Sorry, Mama, falls du das irgendwann siehst. Leider ja. Habe ich schon gemacht, aber mache ich nicht mehr. Ist auch haram. Ja. Ja. Ja, ich habe schon mal geklaut. Ja. Möchte ich jetzt sagen, was und so? Ja. Schminke, hallo, jeder hat mal. Ja. Ja, ganz viel. Früher ja, als Kind so Kaugummis oder so. Ja. Ja, als Kind. Ja, ich denke, als ich schon Kind war oder so, ich war so 7 Jahre alt oder so, dumme Sachen. Also so diese Radiergummi von hier oder dieser Stift, solche Sachen, aber... Ja. Nein. Ja. Ja, ja. Heute zuletzt. Diese... das hier habe ich geklaut, weil wir haben Mülleimer gekauft und dann habe ich das da reingemacht und habe gedacht, ich bezahle jetzt nicht. Ja, doch schon. Ja, habe ich. Aber jetzt nicht. Nein. Nein. Ja, in der Grundschule. Ja, ich habe auch schon geklaut, natürlich. Als Kind, natürlich, Mann. Nein, ich habe es mal versucht, aber da habe ich direkt die Strafe dafür bekommen. So. Also ich habe in letzter Sekunde nochmal zurückgezogen, aber... Ja, habe ich. So als Kind im Supermarkt so Schokoriegel geklaut oder so. So nie von Freunden oder Familie, sondern nur so halt dumme Sachen als Kind. Abonniert scharf. Ja, nicht stolz, aber ja. Also ich habe schon öfters geklaut eigentlich. Meine Eltern haben mich nur bei einmal erwischt. Klamotten. 16, 15. Man denkt, man ist organisiert, man ist Kind. Man will Action haben, man ist in der Pubertät. Ja. Ja? Ja. Damals, wenn man was gesehen hat und es nicht leisten konnte, hat man es einfach mal mitgenommen, ohne ein Gewissen zu haben. So. Ich hatte sogar Geld. Also ich hatte das Geld, um mir die Sachen zu kaufen. Aber ich habe das gemacht und ich wurde erwischt bei einem Supermarkt, wo ich Eis geklaut habe. Ja, hat jeder irgendwie schon mal Kleinigkeiten. Ja, so als Kind so ab und zu so, aber nicht so schlimme Sachen. Keine Ahnung. Ich habe mal Kaugummis geklaut. Und dann habe ich das meinem Papa stolz erzählt und dann hat er mich gezwungen, die Kaugummis wieder zum Supermarkt zurückzubringen. Das war peinlich. Ja. Nee, noch nie. Ja. Leute. Ja. Ich erzähle keine Geschichte dazu. Und oft aus Versehen. Nicht oft. 2-mal aus Versehen tatsächlich. Ja, eine Menge. Früher. Ja. Ich habe tatsächlich mal als Kind was geklaut. Nichts Wichtiges. Ich wurde auch erwischt. Das war auch voll peinlich und Drama und Chaos zu Hause. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm für meine Eltern gewesen. Ja, geklaut habe ich auf jeden Fall schon mal. Ich meine, wer hat das schon noch nicht gemacht? Zwar war ich ungefähr 7 oder 8 und habe dann in der Bäckerei Kaugummis geklaut. Ja. Ja, als Kind. Ja, Mann, klauen ist cool. Aber nur, wenn man es nicht braucht. Aus Spaß klauen ist cool, wenn man sonst klaut, ist asozial. Ja, schon mal ein Snickers mitnehmen, weil wem bockt am Ende des Tages? Die verdienen genug Geld. Die soll man schon mal. Ja, aber I mean, große Geschäfte, you know? Die haben schon viel Kohle. Also nicht absichtlich. Nein, nein. Radiergummis geklaut, Bleistifte geklaut. Aber das war alles als Kind, früher, jetzt nicht mehr. Ja. Ja, aber halt nichts Großes, halt so. Keine Ahnung, wenn meine Mutter mal Schokolade hatte und dann konnten wir Schokolade nur zu Hause essen, habe ich ab und zu mal schon mal reingegriffen auf den Weg nach Hause und ein bisschen was genommen. Im Laden geklaut oder so, noch nicht. Ja. Schon viel. Aber das war eine Phase. Und die Phase ist vorbei. Ich glaube, an Karma und irgendwie hatte ich dann ein schlechtes Gefühl. Ja, jetzt heutzutage mache ich das nicht, weil ich glaube, das geht so auf den Charakter zurück. Bei Geschwistern vielleicht mal was mitgenommen, aber so im Laden nicht viel.
Nein, ich habe noch nicht geklaut. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ja, aber was Kleines, nichts Großes. Ja, Frankfurt. Oh Gott weiß. Oh ja, ich habe schon geklaut. Aber ich war ein Kind. Es waren so Teenage-Sachen. Ich weiß ganz genau, dass als ich 5 Jahre alt war, ich aus meiner Schreibnachhilfe einen Stift geklaut habe. Er hat mir sehr gut gefallen. Er hatte nämlich an der einen Ende eine Farbe und am anderen Ende eine andere. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen deswegen, dass ich versucht habe, meine Eltern davon abzureden, wieder in diese Nachhilfe zu gehen. Meine Eltern haben es aber nicht verstanden und irgendwann habe ich dann erzählt, woran es liegt. Und die haben alle schön gelacht und haben gesagt, ich hätte einfach fragen sollen. In der 5. Klasse waren wir auf Klassenfahrt. Wir waren so eine Gang. Ich wollte immer eine Haifischzahnkette haben. Und dann habe ich eine gesehen in einem Laden und die haben wir geklaut. Also ich habe die geklaut und andere die aus meiner Klasse haben dann auch Sachen geklaut in dem Laden. Und der Ladenbesitzer hat das gemerkt. Und wir sind halt schnell weggerannt. Und einer wurde erwischt, der Freddy. Freddy, du Snitch, du kleiner 31er. Alter. Du hast uns alle verraten. Wir wurden alle von unseren Eltern abgeholt von dieser Klassenfahrt. Vielleicht klauen auch Menschen, weil sie nichts haben. Aber viele klauen einfach so wegen diesem Kick oder wegen dieser Spannung, die dabei entsteht. An einem Geburtstag in der 9. Klasse, glaube ich, war das, war ich auf einem Geburtstag. Wir sind so gelaufen und habe ich von so einem Supermarkt oder so, waren draußen so Früchte und da habe ich dann so eine Kaki war das, eine Kaki habe ich mitgenommen. Einfach so, ich weiß noch nicht mal, warum ich das gemacht habe, ich habe die einfach genommen und mitgenommen, also einfach beim Vorbeilaufen. Und dann hat einfach die Mutter von dem Geburtstagskind hat da gearbeitet, aber in dem Supermarkt und dann waren alle mega sauer auf mich. Ach, schon, ja. Ich unterstütze Konzepte wie und so weiter gar nicht. Ich finde, die sind zu kapitalistisch. Dann klaue ich die Wäsche auch. Ich finde 4 Euro für einen Kaffee richtig teuer. Und ich muss irgendwie das ausgleichen. Aus Versehen. Sie hat bestimmt verjährt. Da wollte ich ein neues iPad mir kaufen und hatte meins da abgelegt und irgendwie auf so eine iPad-Hülle, die da lag, draufgelegt. Als ich dann gegangen bin, habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dass ich die mitgenommen habe mit meinem iPad. Und habe das dann erst zu Hause beim Ausräumen vom Kofferraum gesehen. Und dann dachte ich mir so, ups. Aber ich wollte dann auch nicht wieder zurückgehen und die zurückbringen, weil dann wäre alles aufgeflogen. Das hätte mir auch keiner geglaubt, dass ich das aus Versehen mitgenommen habe. Aber ich habe die Hülle tatsächlich noch. Ich habe überlegt, die zu verkaufen. Also falls da jetzt Interesse besteht, dass ich die wieder zurückgeben soll, ich kann es machen. Das erste Mal, wo ich geklaut habe, war es tatsächlich nicht bewusst. Da war ich mit meiner Mom und meinem Bruder einkaufen. Und als ich aus dem Supermarkt rausgegangen bin, war in meiner Kapuze, da war ich 6 oder 7 Jahre alt, war in meiner Kapuze ein Brillenband. Wollte es auf jeden Fall nicht und ich weiß nicht, irgendwie ist es mir reingefallen oder so. Deswegen, also das war mein erster Raub sozusagen. Willst du auch ein Teil von Schaf sein und die Fragen beantworten? Dann füll das Formular unten aus. Okay Leute, abonniert alles scharf, sehr cooler Channel und ihr verpasst was, wenn ihr nicht dabei seid.